Hallo und herzlich willkommen zur Textlastig-Ausgabe 223. Krassen Cliffhanger. Krasse Cliffhanger, kann man nicht anders sagen. Hallo Falk. Hallo Simon. Ja, übrigens hatten wir letztens 5 Jahre Geburtstag. Also wer das jetzt hört. Ist schon eine Weile her, ne? Ist schon eine Weile her. Aber am 5. März waren wir genau 5 Jahre alt geworden. Tröt, tröt, Geschenk auspack. Oh, ein Buchstabe, wie schön. Und wir haben da eben, genau, 5 Jahre lang. Ja, ne? 5 Jahre lang haben wir das jetzt schon Textmännchen gespielt. Mensch, 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 wir sind wie alt geworden. So. Und ich hab letztens, muss ich auch sagen, von den ganzen Spendeneinnahmen habe ich meinem Porsche eine neue Farbe gegeben. Mhm. Hast du dir ein neues Matchbox gekauft und mit dem Edding angemalt oder was? Nee, nicht mal so ein Plastik von Revell. Nee. Ach, spontane Witze, das ist vollständig. Auf jeden Fall haben wir, genau, wir experimentieren gerade mit einer neuen Bezahlplattform rum, falls das jemand interessiert und uns ganz viel Geld spenden will. Nee, ich will das ja gar nicht ans Dingsbrett hängen. Es war jetzt einfach nur wirklich ein schlechter Witz. Wir können aber den Umstand auch nutzen, um darauf hinzuweisen, dass jetzt LiberaP bei uns auch auf der Webseite zur Verfügung steht. Wer uns also unterstützen will, kann auf Unterstützen klicken und findet da alle Links, ja, genau, mit denen er uns was Gutes tun kann. Ja. Alles Nötige, genau. Kann man ja mal sagen. Aber jetzt müssen wir mal zum Spiel zurückkommen, denn es war so spannend das letzte Mal. So spannend. Die Leute sitzen jetzt immer noch vor ihren Podcast-Radios und haben sich gar nicht weggetraut, ja, weil sie dachten, oh, vielleicht kommt der dann die Folge doch gleich spontan nochmal. Und denn wir sind mit dem Auto gefahren. Mit dem Auto sind wir gefahren, mit dem Zombie auf dem Rücksitz. Aber immerhin, also guck mal, die Alternative wäre ja gewesen, den Zombie rauszukicken und den Typen den alten Fahrer drin zu lassen. Und das wäre ja wohl wirklich unbequem gewesen, wenn du auf so einer Leiche auf dem Fahrersitz sitzt. Das stimmt, ist ja, ja auch nicht schön, ne? Ach übrigens, nur noch, bevor wir hier ich muss ja nochmal einen Cliffhanger einbauen, vor diesem Cliffhanger. Der Sternburg hat uns einen Kommentar geschrieben mit einer Theorie, was in dem Haus mit dem kleinen Mädchen passiert ist. Da hatten wir uns ja gewundert, warum ist die Frau angekettet, warum ist der Mann erhangen, was ist da los, wer hat die Katze gegessen. Und er sagt, wahrscheinlich hat der Vater, nee, okay, pass auf. Seine Theorie ist, der Vater wurde gebissen, zum Beispiel von der Mutter. Und zum Schutz des Kindes hat er dann die Mutter angebunden und sich selbst erhangen. Jetzt ist natürlich die Frage, warum er... Hat er nicht gesagt, er hätte sich erschossen? Irgendwas war doch da. Nein, nee, die Pistole liegt ja da. Aber also, ja, aber das mit der Pistole hat dann doch nicht funktioniert. So, ja. Aber auf jeden Fall, also das ist noch ein bisschen fragwürdig, aber ja. Ich fand deine Erklärung dann aber doch recht süß. Süß, ja. Das mit den Katzen finde ich durchaus plausibel. Du kannst ja vortragen. Soll ich? Warte, ich drücke gerade auf Anschauen. Jetzt hier. Simon schreibt. Die Theorie ist nicht schlecht. Allerdings hätte er dann dennoch die Pistole nehmen können. Das Kind hätte auf jeden Fall der Katze etwas Wasser geben können. Sollen. Damit sie überlebt und zur Zucht bereit steht. Anmerkung von Falk. Zur Zucht auch von Katzen bräuchte man 2 Katzen. Im Idealfall unterschiedlichen Geschlechts. Aber okay, weiter im Text. Daraus wird dann eine Katzenfarm. Diese würde dann kontinuierlich neue Katzen produzieren, die man als Nahrungsquelle und Zugtiere benutzen könnte. Ein paar der Katzen könnte man trainieren, damit sie aus den Häusern Konserven, Wertgegenstände und Waffen ranschaffen. Gut ausgebildet könnte sich dann eine Katzenarmee gegen Zombies und andere Menschen wehren und dient in der Nacht als kuscheliges Bettstatt. Ja, perfekt, oder? Hätte mich mal jemand gefragt. Finde ich nicht schlecht, ja. Naja, aber mich fragt ja keiner. So. Auf jeden Fall sind wir dann in das Auto gestiegen, sind losgeheizt mit unserem besten Freund im Zombie auf dem Rücksitz und genau, und dann haben wir gesagt, gut, fahr los, Schnuffi. Und Schnuffi ist in dem Fall Sam. Und Sam hat dann noch zurückgeschrieben. Was hat er zurückgeschrieben, Falk? Scheiße, das ist sowas von verrückt.
Meine Güte, das hättest du wirklich sehen müssen. Wow. Ich, Simon, ja? bin sehr, sehr gespannt, was jetzt passiert. Ich auch, genau. Wir wissen es hier nicht. Es ist so spannend. Okay, also jetzt, ich drücke. Ja. Also du hast wieder so ein, ach, ist alles wieder so klein, ey, wenn man nicht selber spielt. Warte mal, gibt es hier eigentlich in Skype so einen Vergrößerungsbutton? Es hat 6, 7 Folgen lang gut funktioniert. Ja, aber irgendwie bin ich älter geworden. Okay, also ich muss leider so durch. Ich konnte mich während der Fahrt keinen Millimeter in Richtung des Sitzes lehnen, sonst hätte er mich erwischt. Mhm. Er soll Auto fahren und nicht bequem sitzen, oder? Hat bestimmt absolut wahnsinnig ausgesehen. Hm, stimmt, die ganzen Passanten draußen, ne? Ja, die gucken und denken, wie fährt er denn Auto? Wahnsinn, da sitzt ein Zombie im Auto, haben die sich gedacht. Einer von uns. Jetzt können, genau, jetzt können wir sagen, werde jetzt nicht leichtsinnig. Bub, das Bub habe ich hinzugefügt. Oder das hätte ich nur allzu gern gesehen. Das hätte nur meine Oma gesagt. Ich würde für Erstes stimmen. Okay, machen wir. Das hätte ich nur zu gern gesehen. Das ist so ein klassischer Satz von so älteren Herren. Ja. Oder also Menschen, meine ich. Ja. Nein, so meinte ich das nicht. Ich hatte ja nur nicht wirklich eine andere Wahl. Und weißt du was? Das Auto hat gerade den Geist aufgegeben. Ich habe also durch den Einsatz meines Lebens höchstens 20 Minuten gut gemacht. Ja, aber das sind doch gute 20 Minuten. Also ich meine, war nicht das Problem, dass hinter uns schon Zombie-Gruppies angewackelt kamen. Also von daher ist das auch eine gute Sache. Eben. Und jetzt kommt die Krönung des Ganzen. Ach, gibt es einen Kaffee oder was? Doppelpunkt. Als ich aus dem Wagen stieg, bin ich über eine Dose gefallen. Wie kann man über eine Dose... Okay, also egal. Ja, richtig. Eine volle Dose Limonade, die mitten auf der Straße lag. Okay. Das ist ja was, Mensch. Sam, mach keinen Scheiß. Ist der eigentliche Feind. Also liege ich jetzt neben einem kaputten Auto mit einem Infizierten auf der Rückbank, aber halte dafür eine Limo-Dose in meiner Hand. Das ist scheinbar, ist wirklich ein schweres Wort. Moment, also er liegt jetzt auf der Straße da rum oder was? Ist nicht wieder aufgestanden. Was ist denn mit Sam los? Und warum erzählt er uns diese belanglose Geschichte? Hahaha, ha, ha, ich kann nicht mehr. Ach so. Okay, ich sage, also wir sagen vielleicht, was bitteschön gibt es da zu lachen? Oder das ist wirklich irgendwie lustig. Oh, das ist ja voll die lame Antwort. Ich würde sagen, was gibt's da bitteschön zu lachen, oder? Das ist doch nicht lustig. Nee, ist es auch wirklich nicht. Vor allem, wenn ich dann antworten muss, das ist wirklich irgendwie lustig. Obwohl, das ist schon wiederum lustig. Also der innere Falk in mir hätte einfach nur zurückgeschrieben, lol. Ich glaube, ich hätte einfach... wäre nicht mehr ernst gemeint. Handy ausgemacht und die Nummer gelöscht oder so, aber gut. Simon, ich weiß es nicht. Na, wir nichts nehmen jetzt Antwort 1, was sagen. Gibt es da zu lachen, Sam? Jetzt reiß dich mal zusammen hier. Okay, meinst du, der wird schon langsam Meshugge? Ja, anscheinend, er freut sich, weißt du, seine Limo-Dose, die ist gleich sein bester Freund, er unterhält sich mit er oder so. Habe ich eigentlich schon erzählt, wo das Wort Meshugge herkommt? Na, dann, ich bin sehr gespannt. Ich zumindest meine mich zu erinnern, dass ich letztens irgendwo drüber was gelesen habe, dass es aus dem Jüdischen kommt und irgendwas mit Teufel, also teuflisch oder so, oder vom Teufel oder so. Vom Teufel besessen oder was? Ja, na warte mal. Du bist jetzt, ja Meshugge. Das habe ich mich, ja, irgend sowas. Also man benutzt man ja ab und zu, ja. Aber warte mal, Meshugge, jetzt suche ich selber mal. Also jetzt eine komplett andere Geschichte, ne? Aber... Mann, das ist ja spannend bei uns hier, ne? Warte mal, jetzt... Die Zuhörer können sich währenddessen schon mal überlegen, was sie gerne gewählt hätten, ja, was sie gerne gesagt hätten und können uns das dann in die Kommentare schreiben. Ja, wenn ihr hier, überhaupt könnt ihr uns mal mehr Kommentare schreiben. Ja, zum Beispiel mit Theorien und Interpretationen der Geschichte, ja, und was hier los ist. Oder meine ich doch ein ganz anderes Wort? Also bei Wikipedia steht jetzt nicht bei Verstand oder verrückt, aber ich meine irgendwas... Oder war es doch ein anderes Wort? Vielleicht ist es jetzt aber auch gar nicht so wichtig. Wie wäre es denn damit, wenn wir jetzt mal weitermachen und wäre sagen... Wäre auch spannend. Ja, ja, genau, aber nur, wenn man gerade nichts anderes zu tun hat. So, also, was bitteschön gibt es da zu lachen? Und genau, das machen wir jetzt, ne? Ja, von mir aus. So, zack. Wenn ich das Ganze jetzt nicht mit Humor nehme, werde ich bestimmt wahnsinnig. Meine Güte. Aha. Was wahnsinnig? Ja, ja, ja. Wahnsinnig klug oder wahnsinnig schön? Oder explodiere einfach. Ah. Schön.
Diese Limo ist wirklich das Beste, was ich seit Tagen gefunden habe. Nein, seit überhaupt jemals. Haha, Ausrufezeichen. Ah, er hat ein interessantes Leben vorher anscheinend, wenn eine Limo sein Highlight ist. Ja. Vor allem diese Limo, die ist wahrscheinlich ziemlich warm. Ah nee, warte mal, Limo, er hat ja schon vorher gesagt Limo-Dose, ne? Genau, es ist eine Limo-Dose. Limousine oder so vielleicht, man weiß es nicht. Ja, sehr gut. Aber nein, die Limo-Dose, und die ist da bestimmt super warm, das ist doch nicht lecker. Das stimmt. Und das klingt vielleicht ein bisschen bescheuert, aber ich will sie mit dir teilen. Ja, Sam. Das ist ein bisschen pervers. Da bin ich jetzt mal gespannt, wie er sich das vorstellt. Wenn er das jetzt ins Handy kippt, in der Hoffnung, dass es bei uns rauskommt, dann, ja, dann haben wir gleich keinen Sam mehr. Das ist das Ende des Spiels, weißt du? Was sagst du? Willst du etwas mit mir trinken? Sam, also wir können jetzt sagen, ich habe leider keine Limo. Oder ja, ich habe ein Getränk bei mir. Hast du ein Getränk bei dir, Falk? Klar, ohne halte ich es nie aus. Gut, dann schütte ich mir jetzt hier noch ein bisschen Wasser in meine Tasse. Pass auf. Achso, ich habe ein Bierchen in der Hand. Entschuldige. Das ist okay, das ist okay. So, machen wir das jetzt so, dann machen wir das ganz offiziell. Okay, Sam, wir trinken was mit dir, Sam. Ja, Sam, wir haben ein Getränk bei uns. Also, Falk, Prost. Cheerios. Sam, auf dich. So, mal gucken, was er sagt. Immer wieder köstlich. Perfekt, du weißt gar nicht, wie wichtig mir das ist. Ich hebe meine Limo und trinke auf dich. Okay, haben wir auch gemacht, Sam. Prost. Prost. Sehr gut. Prost, auch ein schönes Wort, ne? Weiß wahrscheinlich auch keiner mehr, wo es herkommt. Und was hat das mit Prostata zu tun? Keiner weiß es. So, wir können sagen, übertreib doch nicht so. Oder Prost, Sam. Ach so, das haben wir ja schon gesagt. Jetzt müssen wir natürlich sagen Prost, Sam, ne? Weil das haben wir eben auch gesagt. Prost, Neuer, genau. Prost, Sam. Ist das köstlich? Mindestens so gut wie der Auflauf von Louise. Ich glaube, Louise war die Frau im Bauernhaus, oder? Oder eine Person, die uns nicht bekannt ist und er jetzt randommäßig mal erwähnt. Aber ich wollte gerade sagen, ich meine, die hieß anders in dem Bauernhaus. Aber ja? Na gut. Namen und ich, naja. Kaum habe ich mir das geschrieben, bereue ich. Was? Kaum habe ich dir das geschrieben, bereue ich es auch schon. Wie? Also, ja, Entschuldigung, also der Text ist wirklich winzig klein. Man wird ja auch nicht jünger. Lass uns jetzt lieber über etwas Schönes reden. Damn. Sag, hast du viele Freunde? Ey Sam, ehrlich, er beschwert sich, dass er nur noch 20 Minuten gewonnen hat. Ich wollte gerade sagen, also jetzt sind jetzt die Zombies noch da oder haben die den Track verloren? Ja, anscheinend weiß ich nicht. Keine Ahnung. Die denken, die tanzen gerade um ihn rum, weil er eine Limo hat oder was. Und sagen, oh, heilige Limo. Haber. Ja, aber ehrlich, ich meine, ja, jetzt liegt er da, trinkt Limo und will irgendwie über was reden. Was ist da los? Und Luise ist ja anscheinend vielleicht dann doch die Frau aus dem Bauernhof, weil er ja hier sagen, er bereut es schon und jetzt will er lieber über was Schöneres reden. Aber gut, es könnte auch sein, dass Luise eine... Ich wollte gerade sagen, dass er die einfach schon lange davor verloren hat. Ist das dann eine Femme fatale? Ist das der richtige Wort? Also wenn in seiner Vergangenheit mit einer gewissen Luise etwas nicht so gut lief? Nee. Ach so, na gut. Nee, also Femme fatale ist doch... also in dem Fall eine Frau, ja, deren Nähe man braucht, aber die einen selbst immer in Schwierigkeiten bringt, oder? Ja, aber das klingt doch so. Da steht einfach nur, dass der Auflauf von ihr lecker war. Okay, also wir können jetzt sagen, ja, Sam, wir haben sehr viele Freunde. Oder wir können sagen, nicht wirklich. Ach, ich wirklich... Keine Ahnung. Ist mir wirklich echt. Haben wir so echt eine dritte Option? Alter, Sam, tschüss, wir sehen uns morgen. Ja, was dritte Option wäre, ich habe gleich einen weniger auf Facebook und der Sam. So Teenager-Fragen, haben wir viele Freunde oder nicht? Also, vielleicht ist es ja ein Teenager. Ja, vielleicht. Nee, hier schreibt nicht wirklich in der Hoffnung, dass es abbricht. Ja, wirklich, es ist jetzt so rein im random ich auch nicht, ne? Siehst du, guck doch, ist doch schön. Als Kind noch mehr als heute, muss wohl irgendwie an meiner Art liegen. Ja, Sim! Bingo. Einsicht ist der erste Weg zur Besserung. Oder zumindest daran, dass ich nicht gut darin bin, neue Freundschaften zu schließen. Hm. Ach, du schriebst. Was ich dir aber eigentlich damit sagen wollte, war,
dass du ein Freund für mich geworden bist. Auch wenn die Umstände noch so ungewöhnlich sind und wir uns wahrscheinlich nie von Angesicht zu Angesicht unterhalten werden, so bist du wirklich ein wahrer Freund für mich geworden. Ja, ist gut, Sam. Es wird unangenehm. Ah, das klingt ja wie eine Abschiedsrede. Das habe ich mir auch gerade eben gedacht. Oder du bist mir auch ans Herz gewachsen. Ich würde erstes plädieren. Echt, wirklich? Na, also das klingt wie eine Abschiedsrede, würde ich jetzt. Willst du jetzt sagen, dass er uns ans Herz gewachsen ist? Falk, willst du doch nicht lügen. Irgendwas, ja, okay. Karma, Falk. Ja, kenne ich nicht. Wenn du sagst, klar. Klingt wie eine Abschiedsrede, okay. Haha, um Himmels Willen, nein, Fittenkomma. Ich habe noch lange nicht vor, mich zu verabschieden. War mir nur wichtig, dir das zu sagen. Solange noch Zeit dafür ist, meine ich. So, jetzt habe ich natürlich falsch pronunziert. Wenn ich gerade von Zeit spreche, ich sollte weitergehen, wenn ich in 2 Stunden am Stadion sein will. Stimmt, er wollte zum Stadion. Jetzt fällt es mir auch wieder ein. Wie immer werde ich dir dann schreiben. Schön, Sam. Lichter in der Sonne. Aber echt, mit dem Zombie auf dem Rücksitz. Der Akku noch bei 99%. Es sind ja erst 4 Tage rum. Die Zombies laufen dran vorbei. Laufen hinter ihm langsam her. Könnte man eigentlich so eine Zombies nicht für Energieproduktion benutzen? Also man könnte doch so einen Generator nehmen und so Zombies irgendwie an so einen, also an so eine Drehstange und dann laufen die um im Kreis. Also so ein Laufrad wie für quasi für Hamster. So ein Hamster. Ja, so eine Art Hamsterrad und da einfach ein paar Zombies rein. Die laufen halt sehr langsam, das ist ein bisschen doof, aber. Aber dafür konstant. Ah, dafür machst, konstant und machst quasi für immer. Dazwischen sollte eigentlich gut funktionieren. Na? Es stimmt eigentlich, warum ist denn da noch keiner drauf gekommen? Vielleicht, weil Zombies beißen wie Sau. Ist halt schlecht einzufangen in so ein Rad, ne? Ja, aber es gibt da so, bei so einer Zombie-Sendung, gibt es eine Frau, die hat irgendwie 2 Zombies im Schlepptau, die keinen Unterkiefer mehr haben. Und ach, benutzt. Ja, naja, gut. Aber da kann man, also die können halt dadurch nicht beißen. Und durch den Geruch lassen die anderen Zombies die in Ruhe, weil ne, die hat irgendwie Zombies bei sich und dann müffelt das alles nach Zombie und dann denken die anderen Zombies, ah, dann müffelt es nach Zombie, da ist also offensichtlich kein lecker Mensch dabei. Ja. Wovon reden wir jetzt gerade? Von welcher Sendung? Walking Dead. Ach so, sowas gucke ich ja nicht, kann ja nachts nicht schlafen. Ich auch nicht, habe ich auch nur gehört. Naja, also auf jeden Fall wäre das ja eine Option. Müsste man mal drüber nachdenken, wenn eine Zombie-Apokalypse ist. Auf jeden Fall hat Sammy sich jetzt melden wollen, 2 Stunden später, nachdem er beim Stadion angekommen ist. Gucken wir mal, was er schreibt. Also in der Hoffnung, dass, ne? Ja, okay, ja, ja. Also, ich habe das Stadion erreicht. Yay! Aber nicht nur das. Oh. Scheint, als wäre ich direkt auf die vermisste Gruppe gestoßen, yay, von der über Funk die Rede war. Sehr gut. Und jetzt? Was bedeutet das? Oder wo ist dein Bruder? Ich würde jetzt erstmal sagen, was bedeutet das? Dass der Bruder dort ist, das ist doch gar nicht gesagt. Weil der Bruder hat ja nur von dieser Gruppe gesprochen, aber hat überhaupt nicht erwähnt, dass die danach suchen wollen, oder? Ich würde auf jeden Fall sagen, was bedeutet das, oder? Ja. Das wird über die. Ja. Wollen wir Händchen eins heben? Nach dem anderen. Okay. Na gut, dann keine Händchen heben. Nö, wir brauchen ja nicht mal Händchen heben, um uns zu einigen. Okay. Das bedeutet, dass hier 3 tote Soldaten vor meinen Füßen liegen. Ach so. Ach, süß. Hier liegt eine Gabel in der Nähe. Zumindest glaube ich, dass es ursprünglich mal 3 waren. Ihre Reste sind beinahe nicht wiederzuerkennen. Okay, ich verstehe es. Ist wahrscheinlich clever, dass wir nicht nach seinem Bruder gefragt haben. Wieso? Naja, weil er wahrscheinlich meint im Sinne von, er hat die vermisste Gruppe gefunden, weil sie tot vor ihm liegt. Ja. Naja, dann wäre es ja doof, wenn wir sagen, ist dein Bruder dabei? Das konnten wir aber nicht wissen. Naja, ja, egal. Ja, nee, deshalb meine ich jetzt, es ist so ein bisschen reingehabt. Aber wo ist nun mein Bruder? Fragezeichen. Tja, womöglich war er schon hier, wäre Option 1 und Option 2. Es wird schon alles gut gehen. Ich würde sagen, nicht, dass mir dieser Satz so gut gefällt, aber ich würde dennoch sagen, es wird schon alles gut gehen. Wirklich? Naja, weil wenn er schon hier wäre, wenn er Soldat ist, lassen die anderen Soldaten dann da liegen? Na, wenn die, ja, normalerweise nimmst du ja dann, also ich kenne das jetzt nur aus Filmen, nimmst du dann dieses Doc-Tag mit und dann lässt du die liegen, oder? Also wenn die schon tot sind, vor allem wenn die. Aber nur im Notfall, oder? Na, aber die sind ja schon, also die liegen ja noch in Stückchen da. Also was willst du denn da mitnehmen?
Na gut, vielleicht verbuddeln oder so, ich weiß nicht. Also ich hätte jetzt gedacht, wenn Soldaten auf die getroffen wären, hätten sie da schon irgendwas gemacht. Aber gut, was weiß ich schon. Hab nicht gedient. Ja, naja, also, okay, dann machen wir das so. Es wird schon alles gut gehen, ja? Ja. Na gut. Man hat ja immer nur zwei Optionen. Das muss es einfach. Warte einfach ab oder was siehst du noch? Oh, ich würde sagen, was siehst du noch, oder? Da mal gucken, was wir noch sehen hier. Mal gucken. Ein kleiner Topf auf einer Feuerstelle. Er ist vollkommen leer. Okay. Nein, unbenutzt ist hier die richtige Beschreibung. Es befindet sich hier auch kein Zelt oder ähnliches. Ich glaube, ihr Aufenthalt war nicht geplant oder zumindest recht kurzfristig angesetzt. Okay. Ist jetzt kurz weg, meldet sich dann 10 Minuten später. Aber 10 immerhin Sekunden. Haben sie 10 Sekunden, genau. Also ich meine, immerhin haben sie eine Feuerstelle gemacht. Also das ist ja zumindest schon mal eine Planung für, wir bleiben hier die nächste Stunde. Außerdem bin ich mir sicher, dass hier ein großes Fahrzeug stand. Tiefe Reifenspuren führen einmal um das Lager herum. Also das, die Feuerstelle ist das Lager, ja? Wahrscheinlich. Richtig? Okay. Ja, oder da steht ein Bier. Man weiß es nicht. Sehr gut. Der war gut. Ob es ihr Fahrzeug war und anschließend von ihrem Mörder geklaut wurde? Okay. Ihre Todesursache kann ich auch unmöglich bestimmen. Aber das, was von ihnen noch übrig ist, haben eindeutig Infizierte zurückgelassen. Aber sag mal, wenn die Infizierten, die zu Scheibenkäse verarbeiten, ist das nicht, also wodurch entstehen dann die Infizierten? Ich dachte, die Infizierten beißen dich und dann wirst du zum Infizierten. Aber wenn die aufessen, dann gibt es ja keine neuen Infizierten. Entweder ist es natürlich eine Missinterpretation von ihm, ja. Oder sollte es so sein, dann könnte man ja vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht fressen die nur jeden 10. oder so. Okay, ja, könnte sein. Weiß es ja nicht, nicht? Bin ja noch nicht... Na gut, gucken wir mal weiter. Oh, warte mal. Hier liegen Patronenhülsen im Gras. Waffen gibt es aber definitiv keine mehr. Das hier sieht mehr und mehr nach einem Überfall für mich aus. Das wird doch nicht die Gruppe gewesen sein, von denen wir weggerannt sind. Ah, die Gruppe. Ich höre etwas. Oh, was hört er denn? Ein Fahrzeug, das sich nähert. Oh Gott, okay, wir können jetzt sagen, das ist ein Bruder, was total Quatsch ist, glaube ich, oder? Oder wir verstecken dich vorsichtshalber. Das ist doch die offensichtliche Lösung. Absolut. Ja, verstecken, ja. Klar. Es war tatsächlich mein Bruder. Wir fahren gerade zur Militärbasis. What? Ah, das ging ja schnell. Wollte gerade sagen. Also man muss sagen, ich glaube, zwischen der letzten Nachricht und der waren jetzt so 25 Minuten ungefähr. Aber Achso, hey, habe ich gar nicht drauf geachtet jetzt. Ja. Das ist ja nett. Das ist der Bruder. Hallo. Schön. So, ich habe jetzt mal weitergeklickt. Ah ja. Er will mich da irgendwie reinschmuggeln. Anscheinend ist der Zutritt für Fremde nicht erlaubt. Da muss ich jetzt aber nochmal nachfragen. Ist in dem Stadion Militärbasis oder ist das jetzt nochmal eine andere? Ich habe das vergessen, wie das beim letzten Mal war. Naja. im Detail habe ich das, glaube ich, auch vergessen. Okay, aber auf jeden du Fall. Weißt, ja, was? Genau, aber auf jeden Fall gibt es anscheinend eine Militärbasis und wir wollen da jetzt hin und Fremde sind nicht erlaubt. Ja, okay. Genau. Du weißt gar nicht, wie verdammt glücklich ich bin. Jetzt ist der Albtraum endlich vorbei. Aber er weiß schon, dass da noch ein wie heißt das, Luftschlag kommt, oder? Das Militär wollte doch alles kaputt machen. Ja, aber schießen die auf eigene Leute? Naja, also ja, schon, so genau schon, kann man mit so Bömmchen nicht zielen, nehme ich an. So, wir können jetzt sagen, was hat er gesagt? Oder ich freue mich so für dich. Oh, okay. Nee, hier, was hat er gesagt? Was hat er gesagt? Naja, zunächst war er außerordentlich überrascht, mich zu sehen. Haben wir nicht gesagt, dass er sich verstecken soll? Warum hat denn der Bruder ihn gesehen? Na gut, weil er ihn wahrscheinlich gesehen hat und dann rausgestürmt ist. Ja, oder Sam hat sich wieder, weiß ich nicht, hinter seiner Limo-Dose versteckt oder sowas. Weiß ich nicht. Ja, ganz volltrunken von dem ganzen Zucker da drin. Naja. Dann hat er mir natürlich alle möglichen Fragen gestellt. Er war ein wenig distanziert, muss ich zugeben. Aber gut, das muss eine ganz schöne Überraschung für ihn gewesen sein.
Mhm. So, was meinst du mit distanziert? Oder, ja, und das hat sicher nichts zu bedeuten. Erstes. Ja. Boah. Zunächst hat er nicht mal meine Umarmung erwidert. Kann natürlich auch daran liegen, dass ich seit einer Ewigkeit nicht geduscht habe. Haha. Aha. Hm. Aber sein Blick, ich kenne diese Augen schon mein ganzes Leben. Und wenn ich diesen Blick erklären müsste, würde ich sagen... Oh, jetzt wird's spannend. Was würde er sagen? Irgendetwas läuft nicht so, wie er es geplant hat. Ach so, das heißt, Sam ist nicht der Meinung, dass die ganzen Zombies und die ganzen Probleme und tote Leute, dass das nicht geplant war, das ist ja komisch. Nö, alles, alles supi. Alles, nö, alles supi. Gut, ne? Limo da. Was könnte das sein? Fragezeichen, oder? Du sollst vorsichtig sein. Nee, du solltest vorsichtig sein. Ich würde ja tatsächlich zu zweiterem tendieren. Ja, ich auch. Man weiß ja, in solchen Spielen ist sowas immer wichtig. Ja, dann, tatsächlich. Dann stirbt man und dann guckt man in das Log rein und sagt und stellt fest, ja, du hättest an ihn an dieser Stelle kurz, er hat dich zwar sonst immer ignoriert, aber an dieser Stelle hättest du ihm sagen müssen, dass er vorsichtig sein soll. Genau, genau. Okay, verhätscheln wir ihn und sagen, ja. Sam, bitte, ja. Bitte sei ein bisschen vorsichtig, Sam, bitte, vorsichtig. Okay. Ach was, ich bin wahrscheinlich selbst etwas aus der Fassung. Siehst du, er ignoriert es und gleich ist er tot. Ich sag's dir. Wir werden in einer Stunde die Basis erreichen und auch wenn jetzt alles gut wird, möchte ich dich dennoch auf dem Laufenden halten. Ja, danke Sam, dass du uns das nicht einfach fallen lässt wie eine heiße Kartoffel. Wäre das in Ordnung für dich? Hä? Für dich in Ordnung, suchen. Also wir können jetzt sagen, was sollte jetzt noch passieren? Ernsthaft? Was sollte jetzt noch passieren, können wir sagen? So in der Art, okay, jetzt bist du ja gerettet, dann tschüss. Oder klar, unbedingt. Ja, ja, sicher, das Zweite, ne? Ja, komm, Sam. Nur für alle Fälle. Aha. Stefanie. Gott. Vielleicht habe ich mich auch einfach schon zu sehr an dich gewöhnt. Oh Gott, Sam. Wie auch immer, bis in einer Stunde dann. Mhm. Mhm. Also ich sage jetzt mal einfach, diese Militärbasis, die ist nicht in diesem Stadion. Ne? Was wollten wir jetzt eigentlich noch bei dem Stadion? Ich weiß sie auch nicht mehr so genau irgendwie. Es ist alles ein bisschen... Eine Karte wäre nicht schlecht, ne? Mhm. Ey, tatsächlich wäre das eigentlich witzig, wenn man hier so einen Button hätte, um auf Google Maps oder Kugel Maps oder wie auch immer man das nennen könnte in so einem Spiel. Und dann könnte man da eine kleine Karte sehen von der Umgebung oder so. Stimmt eigentlich, jeder zweitklassige Messenger kann deine aktuelle Position für eine Stunde lang oder je nachdem, wie lange man das möchte, preisgeben, ne? Na, vor allem könnte man dann auch vielleicht sogar ein kleines Rätsel machen oder wirklich ihn leiten, ja, dass er sagt, pass auf, ich muss Wasser finden, das findet man meistens, keine Ahnung, in dem Dorf, kannst du mir sagen, wo eins ist, in welche Himmelsrichtung und dann musst du auf der Karte gucken. Ja, aber dann kommst du auch irgendwie, dann fragst du dich, warum er es nicht selber macht. Also, ach so, ja. Na gut, weil er nicht so ein cooles Smartphone hat, offensichtlich. Ach so. Er kann doch nicht mal ein Bild machen oder nix. Also er kann uns ja auch noch nicht mal anrufen. Da ist ja irgendwie alles kaputt an dem Ding, außer die Tastatur. Ja gut, der Hörer da oben ist aber da, ne? Ja, stimmt. Aber hast du schon mal drauf geklickt? Warte mal, ich klicke mal drauf. Dann passiert nichts. Ja, also man sieht in unserem Spiel, sieht man halt oben einen kleinen Hörer, das Hörer-Icon, was man normalerweise klicken würde, um anzurufen. Aber das geht nicht. Ja, man fragt sich, warum sie es nicht entfernt haben, ne? Naja, gut. Damit es authentisch aussieht. Na gut, also hier. Und dann nicht funktioniert. Sammy ist wieder da. Wir sind vor kurzem, hey, nicht so schnell klicken. Jetzt ist es verrutscht. Wir sind vor kurzem bei der Basis angekommen. Sehr ziemlich gut. Beeindruckende Einrichtung. Kommen mir vor wie in einem Film. Mhm. Ah, hier so Roland Emmerich-Style. Mhm. Was? Okay. Du meinst, sie geht gerade die Welt unter oder was? Man weiß es ja nicht. Wie geht es jetzt weiter? Oder was hat dein Bruder gesagt? Mich würde ja eigentlich schon interessieren, wie es jetzt weitergeht und weniger, was dein Bruder gesagt hat. Oder? Okay, dann machen wir das, ja. Ganz wie du möchtest. Wenn wir es scheren, bist du schon. Wenn sein Bruder sagt, ach, ich gehe jetzt erstmal richtig kacke, interessiert mich das weniger als halt wie so, ne? Grob können wir weitergehen. Ja, ist gut. Keine Details. Wir machen, wie geht es jetzt weiter? Das weiß ich ehrlich gesagt noch nicht so genau. Mhm. Corey, der Inder, brachte mich in sein Büro und ist weggegangen.
Er wirkte aufgebracht, hat etwas von Wiedergutmachen gesagt. Ich mache mir wirklich Sorgen. Wer war Curry nochmal? Den hatten wir schon mal im Spiel, denn du hast diesen Interwitz schon mal gebraucht. Ja, eben, deshalb. Und ich glaube, das war, als wir das erste Mal bei diesen, hier bei unseren Freunden waren, bei unseren Freunden, die Rebellen, und da hatten wir doch den Funk mitgehört. War da nicht was mit Curry? Und was ist jetzt, wieso ist der hier? Ja, das werden wir jetzt gleich feststellen. Nee, am Funk meine ich. Die haben doch gefunkt und wir haben das doch noch mitgehört, glaube ich. Naja, gucken wir einfach mal weiter. Er hat sicher etwas zu verbergen, das, oder es wird sich bestimmt bald alles klären. Ich tendiere tatsächlich zur Antwort Nummer 2, weil, ja gut, ich meine, da ist halt Stress, oder? Du kommst dahin. Plötzlich ist ein neuer da, das ist nochmal ein neues Mäulchen zum Stopfen. Weißt du, also natürlich ist das alles irgendwie ein bisschen stressig da, ne? Und dann ist er vielleicht aufgebracht, der Curry. Warum nicht? Also. Mhm. Oder? Ja. Also ich wüsste jetzt nicht, warum wir jetzt vermuten müssten, dass er jetzt was zu verbergen hat, oder? Sollte man ja nie, aber ja. Ja, na gut, machen wir mal Antwort 2. Also, es wird sich bestimmt alles klären. Das denke ich so langsam nicht mehr. Jetzt verliert die Hoffnung. Echt, das ist ein Google-Hupf da. Wieso sagt er mir nicht einfach, was hier vor sich geht? Weil das im Film immer so ist. Das stimmt. Das ist, ja, Kommunikation ist überbewertet. Diese Einrichtung hier und die ganze Geheimnistuerei. Ich muss herausfinden, was hier wirklich vor sich geht. Nee, Sam, lass mal lieber. Ganz ruhig, Sam. Wir bleiben einfach hier und warten, bis alles vorbei ist. Ich werde mir das vermutlich ewig vorhalten. Ach Gott. Aber ich sollte mich vielleicht ein wenig umsehen. Nein. Hier steht ein ziemlich großer Schreibtisch. Wenn ich etwas Verdächtiges finden sollte, dann ja wohl da. Ach, Sam, hör auf, ey. Sam, der kann doch nicht anfangen, 5 Minuten, nachdem er da angekommen ist, die Bude umzuräumen. Ja, das ist alles so ein bisschen erzählerisch, ein bisschen. Also, wir können jetzt sagen, dass er uns erzählen soll, was er sieht. Was eine okay Option ist, sage ich mal. Also, oder? Also, das, weil das beinhaltet jetzt nicht, dass er schon mal die Schubladen rausrupft. Und das andere ist das wirklich eine gute Idee? Also, ich sag mal. Nee, so umsehen ist schon mal nicht schlecht. Ja, na gut. Es ist halt immer doof, ne? Also, man weiß halt nicht, wie es drumherum aussieht. Ne? Er beschreibt halt nicht gut, ob er hier gerade jetzt gefühlt Zeit hat oder ob er gerade davon ausgehen wird, dass in einer Sekunde jemand reinkommt oder sowas. Abgesehen davon drückt für mich die Option, sag mir, was du siehst, auch nicht aus, ob er dann schon loslegt. Ne? Er kann ja vor dem Schreibtisch einfach mal drauf illern. Weißt du, einfach mal gucken, ob da irgendwie na, was liegt. So. Also, wir gucken mal, was er so sieht. Ne? Hier steht ein Computer und ein Aktenhalter. Was ist denn ein Aktenhalter? Ah, siehste, und jetzt können wir nur sagen, gehe an den Computer oder durchsuche die Akten. Wir haben aber nicht die Option zu sagen, nee, okay, dann lass es. Stimmt. Und das war ja in der Sag mir, was du siehst Option nicht implizit eindeutig, dass wir jetzt wirklich handeln müssen. Ja, weiß ich nicht. Also, ich sag mal, ja, Computer, da, weißt du, Sam, ey, der bricht sich noch einen Finger, wenn er anfängt zu tippen. Andererseits stehen in Akten interessante Sachen drin. Wer benutzt heute noch Akten? Wollte gerade sagen, heutzutage. Obwohl, in der Zombie-Apokalypse, ich meine, haben die da überhaupt Strom? Scheinbar, wenn da ein Computer steht. Ne? Offensichtlich ja schon. Na gut, da kann er auch aus sein. Ne? Stimmt. Okay, ich würde sagen, wir gehen an den Computer, denn wenn er aus ist, machen wir uns ja keines Verbrechens strafbar und wenn er an ist, ist die Chance höher, dass wir dort coole Infos finden. Okay. Es sei denn, Sam ist einfach ein Computer nicht Nutzer, aber ja, na gut, gucken wir mal Computer, ne? Gut, nicht gerade effektiv, wenn man nicht weiß, was man suchen soll. Was? Mysteriöse Verschwörung. War es schon mal nicht. Irgendeine Idee? Was? Hä? Na, es geht darum, dass er jetzt wirklich diesen Computer, dass er einen Begriff eingibt und dann ein Suchergebnis erwartet. Was für ein Volltrottel. Ich meine,
Na gut, okay. Also wir können jetzt, was? Ah, okay, hier, jetzt, siehst du, wir geben gute Tipps. Also wir können jetzt sagen, nee, leider nicht, sorry, wir haben auch keine Ahnung. Oder sieh dir seinen Verlauf an und das ist mal ein guter Tipp. Das finde ich gut. Das finde ich gut. So, machen wir? Alles klar, gib mir ein paar Minuten. Okay, super. Mal gucken, was er rausfinden kann. Also ich habe so einiges in seinem Verlauf gefunden. Weiterhelfen wird uns das jedoch überhaupt nicht. Okay, wahrscheinlich hat er sich... Denn ich wurde erschossen. Katzenbilder angeguckt. Wahrscheinlich. Ich wünschte wirklich, mein Bruder hätte schon mal was vom Inkognito-Modus gehört. Hä? Wieso denn? Da hätten wir doch den Verlauf nicht sehen können. Das stimmt. Also, ja. Hä? Aber wie auch immer, was jetzt? Also er berichtet uns nicht, was er da gefunden hat. Okay, gut. So, liest seine E-Mails oder ich weiß nicht. Ja, okay, dann E-Mails, also in E-Mails, ich meine, das wissen wir hier seit Russland-Affäre und seit hier keine Ahnung was für Affären, die es die ganze Zeit gibt. Also wenn irgendwo Informationen sind, die andere Leute denunzieren können, dann sind es E-Mails, oder? Mhm, ja. E-Mails, lies seine E-Mails. Ich muss halt immer bei diesen zwei Optionen-Dingern dran denken, dass das, ja, wie ich schon in den letzten Folgen gesagt habe, irgendwie habe ich immer das Gefühl, dass, ach, leider hast du an der Stelle leider das Falsche von den zwei zur Auswahl stehenden Sachen geklickt. Deshalb bist du jetzt tot. Na, mal sehen, so eine E-Mail wird uns ja nicht umbringen. Ja, das sagst du. Okay, also er sagt, gute Idee. Ich melde mich wieder, wenn ich was Interessantes finde. Na, mal sehen, ob, wie schnell er sich durch diese ganzen E-Mails arbeitet. Also 5 Minuten und 3 Sekunden laut dieser Anzeige. Ja, aber ich meine, naja, egal. Gut, gucken wir mal weiter. Ja. Fehlanzeige, auch keine verdächtigen E-Mails. Ja, vielleicht, weil es nichts Verdächtiges gibt. Vielleicht ist da halt alles normal. Paranoiker, naja, der Computer scheint uns nicht weiterzuhelfen. Ich sehe mir mal die Akten hier an. Ach, jetzt macht er das automatisch und fragt uns nicht mal mehr. Mann. Er ist tot. Genau, er ist tot. Wir hätten uns vielleicht die Akten anschauen sollen. Da war wahrscheinlich ein kleiner Revolver drin, der sich dann ausklappt und einfach schießt. Okay. Ich habe hier etwas. Oh, Sam, jetzt wird's interessant. Ein Dokument der Firma El Calpa Corp. Ich habe das Logo irgendwo schon einmal gesehen. Aha. Hier ist die Rede vom Fall Equinox. Aha. Was auch immer es ist, mein Bruder hat es unterzeichnet. Aha. Okay, gut. Ich meine, gut, aber so eine Codenamen sind ja noch relativ normal. Ich wette, normal, wir hätten nicht überleben sollen, etwas. Meinst du? Er war erstaunt, dass er uns noch mal wieder sieht. Au! Oh. Er hat unser Todesurteil unterzeichnet. Wie hat das alles nochmal angefangen? Ich muss gerade überlegen. Wie hat das Spiel nochmal angefangen? Dass er plötzlich uns anschrob und ach, mit ja, so einem Mädel unterwegs war. Ja, stimmt. Ach so, genau, die waren schon. Ach genau, die sind ja aus dem Bunker. Genau. Ja gut, die waren in dem Bunker. Also wieso hätte er denn da nicht überleben sollen? Vielleicht war das der Bunker, der geopfert werden sollte. Genau. Oh ja, okay. Na gut. Okay, dann gucken wir mal weiter. Das wird spannend. Genau, also das hat der Bruder unterzeichnet. Okay. Da steht noch mehr. Anscheinend ist mein Bruder der Hauptverantwortliche, falls etwas schief gehen sollte. Okay, gut. Eieieiei. Ja, aber das sagt ja noch nichts. Das kann ja sein, meine Güte. Doch, ich bin nur so, weißt du, in der Mystik des Spiels drin. Was geht hier nur vor sich? Ja, nichts. Dein Bruder hat einfach einen verantwortungsvollen Posten. Also, das ist doch klar, oder? Ja, oder, wie man auch sagt, die Arschkarte. Ja. So. Bestimmt nichts Gutes, können wir sagen. Oder du musst dich weiter umschauen. Ja, weiter umschauen, komm. Wirklich? Ja, du bist aber heute auch ein Risiko. Ich bin so tot, aber ich will jetzt mal wissen, wie das ist. Draufgänger bist du. Ich habe hier schon alles durchsucht. Ansonsten steht hier nur noch ein massiver Holzschrank. Was ist denn bitte ein Holzschrank? Ja, dann können wir jetzt fragen, ob das ein Kleiderschrank ist oder wir können sagen, durchsuche den Schrank. Ich wüsste nicht, warum das jetzt relevant wäre, ob das ein Kleiderschrank ist. Dann machen wir mal durchsuche den Schrank, oder? Ja, oder? Ja, dann, ne? Soll ich? Ja, na gut. Davon erhoffe ich mir zwar nicht viel, aber klar, kann ich machen. Punkt, Punkt, Punkt. Jetzt ist er tot. Scheiße. Ah, hier drin ist tatsächlich ein Safe versteckt. Hey, kannst du ihn aufbrechen? Ehrlich? Ist das eine ernst gemeinte Frage? Hey, Sam, hast du Stahlfäuste, mit denen du ein... Aber immer noch 20 Mal cleverer als das zweite, was wir sagen könnten.
Wer hätte das gedacht? Wahnsinn. Da weiß man gar nicht, was man nehmen soll. Zombie-Apokalypse und eine Option ist, wer hätte das gedacht? Okay, aber gut. Wie wäre es mit, kannst du ihn aufbrechen? Schöner wäre noch gewesen, Heureka. Okay, dann nehmen wir, kannst du ihn aufbrechen, oder? I see. Vermutlich nicht, aber Punkt, Punkt, Punkt. Ich glaube vielleicht die Kombination zu kennen. Och. Oh, was? Das fällt ihm so nebenbei ein, wie dass er einen Kompass dabei hatte und den er dann im Bauernhaus. Nee, ist bestimmt irgendwas von seinem Bruder, irgendwie sein Geburtsdatum oder sowas. Keine Ahnung, ob ich dir mal erzählt habe, dass wir als Kinder einen Hund hatten. Nein. Curry? Hä? Ach so, Curry war sein Bruder. Okay. Ach so, ich dachte, das war der Hund. Ja, ich habe doch vorher noch gefragt und da war ich noch durcheinander, wieso Curry ist der Typ und dann war er plötzlich da, was du da erzählt hast. Ach so. Aber Curry war sein Bruder, stimmt. So okay. Ja, der redet die ganze Zeit immer von seinem Bruder und zwischendurch plötzlich von Curry. Ja. Bringt dann ja auch durcheinander. Okay, also Curry und er waren praktisch unzertrennlich. Mhm. Seit damals hat mein Bruder für alle Zahlenkombinationen immer den Tag verwendet, an dem wir Flips bekamen, der 9. April. Aber was hat das mit dem Hund zu tun, dass die Flips bekommen haben? Außerdem weiß jeder, dass man an dem Tag, an dem man die Flips bekommt, muss man erst die Tüte aufmachen und 2-3 Tage trocknen lassen. Ach so, ist das so. Ich mag frische Flips nicht. Ein bisschen klingt das auch wie eine Krankheit, oder? Wir haben Flips bekommen. So eine Hirnkrankheit. Ich kann mich noch erinnern, am 9. April, da habe ich Flips bekommen und von da an war nichts mehr, wie es war. Okay. So. 0904, also wünsch mir Glück. Okay. Haha, es war tatsächlich die richtige Kombination. Curry ist so durchschaubar. Aber sag mal, waren wir nicht eben in dem Büro von einem anderen Typ? Nee. Er hat ja doch schon gesagt, dass sein Bruder da irgendwas unterschrieben hätte und. Ja, okay, gut, dann okay. Aber da ist doch. Ja, okay. Gut, können wir weitermachen? Ja, genau, jetzt können wir. Zu unserem Glück. Habe ich noch nie in meinem Leben benutzt, diesen Satz. Zu unserem Glück. Mensch. Oder was ist drin? Okay, ich würde sagen, wir fragen, was ist das darin, ne? Nee, interessiert mich gerade überhaupt nicht, wirklich. Wir können umdrehen und gehen. Ja, und tschüssi. Okay, also was ist darin? Lass mich nachsehen. Die alte Taschenuhr unseres Großvaters. Okay. Ich dachte immer, er hätte sie verloren. Oh, das ist hier die eigentliche Geschichte. Jetzt kommt's raus. Es wird gleich wahrscheinlich eine extrem persönliche Sache zwischen den Zweien. Wahrscheinlich. Zombies, fuck off. Eine ganze Menge Akten. Noch mehr Akten. Gib mir eine Minute. Okay, gut, dann geben wir ihnen eine Minute. Und gucken weiter, oder? Mhm. Das sind Fahrtenaufträge. Sie belegen die Fahrten der Militärfahrzeuge. Okay. Übrigens sollten wir vielleicht mal ins Auge fassen, die Folge zu beenden. Ja. Ein Stapel protokolliert die Evakuierung der Menschen in den Bunker. Aber den anderen verstehe ich nicht. Oh, warte, hier. Guck mal. Das ist ja interessant. Das ist hier der Bunker, wo wir waren. Wahrscheinlich in dem wir waren. In dem wir waren. Ja. Es wurden Menschen von hier in die Stadt gebracht, nur wenige Tage später. Testobjekte. Was hat das zu bedeuten? Ja. Testobjekte war ein Satz von mir, also habe ich nicht gelesen, ne? Nur so. Ja. Ja, weiß ich jetzt auch nicht, was es zu bedeuten hat, Sam, Mensch. Ja, klicke die Bunti. Ah, das Ganze ist wirklich Grund genug, mich in dieser Anlage mal etwas genauer umzusehen. Oh, er stirbt gleich. Da gibt es bestimmt so Laserschranken und also die einen so zerschneiden und so Stampfer, wie in jedem guten Science-Fiction-Raumschiff und so. Oh Gott. Okay, dann können wir jetzt sagen, auf was wartest du da noch oder pass auf dich auf? Ja, pass auf dich auf, oder? Ja, okay. Okay. Ach, Sam, ich verabschiede mich schon mal mental von ihm. Okay, pass auf dich auf, Sam, und ich würde sagen, dann sehen wir uns in 2 Wochen wieder, Sam. Auf in der Hoffnung, dass du nicht in irgendeine, weiß ich nicht, Mausefalle getrappt bist. Ja, Falk, und wir sehen uns dann auch wieder in 2 Wochen, ne? Ah ja. Wenn es wieder heißt, für den Sammy durch den Bürokratendschungel. Und am Ende heißt es wieder,
Tschüss. Ciao.